Das Projekt Tintenkiller lässt sich eigentlich in drei Worten beschreiben. Es ist bombastisch, es ist durchgeknallt und es lebt von den drei Hauptakteuren. Der Tintenkiller ist eine Lesebühne, die aus einer Schnapsidee im Gun Club hervorging und in der wir völlig unterschiedliche Texte zu gerne unterschiedlichen Themen, die wir teilweise vorgeben, vortragen. Wir wissen eigentlich nicht, was der jeweils andere nachher auf der Bühne machen wird. Deswegen gibt es manchmal auch überraschende Situationen. Wir treten immer im Gun Club auf und monatlicher Folge. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir viele Streaming-Shows gemacht haben, weil wir konnten eigentlich, weil wir im Februar angefangen haben, nur zwei Dinger vor Ort live machen. Freuen uns aber schon sehr darauf, das Ganze wieder vor Publikum zu machen, weil die Interaktion mit dem Publikum ist sehr wichtig dabei. Ich bin Turner, ich bin seit 15 Jahren DJ auf dem Kiez, Autor und Lehrkraft. Ich bin Sönke Tongas, Gitarrist der mächtigen Kapelle Herrenweide. Aber ich kann auch lesen und schreiben. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tintenkiller, der aufgezeichneten Show in der Markthalle. Wir sind Tintenkiller. Ich bin Viktor Hacker, in der Mitte seht ihr Sönke Tongas und da Bühne links oder Bühne rechts, ich kann mir das nie merken, Turner. Wir sind eine Lesebühne und wir freuen uns sehr, dass wir heute in der Markthalle, zu der ich ein starkes persönliches Verhältnis habe, weil ich hier seit über 40 Jahren Konzerte besuche, dass wir hier auftreten dürfen. Und wir haben euch ein paar Texte mitgebracht, wir haben euch ein paar Eindrücke von der Tintenkiller-Lesebühne mitgebracht, die wir normalerweise, wie ihr ganz dezent vielleicht seht, im Gun Club zelebrieren. Und ich möchte sehr gerne Sönke Tongas das Wort erteilen. Guten Abend, schöne, leere Markthalle. Wie geht es dir? Das dachte ich mir. Ich bin auch gut drauf. Ich möchte mit einem Text beginnen, der romantisch ist und deswegen den wundervollen Titel trägt, Wenn die Liebe hinfällt. Marcel blickte nach links und vorsichtshalber nach unten. Wie hätte er ahnen sollen, dass sein Schicksal ausgerechnet von der rechten Seite kommen würde? Tag, sagte das Schicksal und Marcel zuckte zusammen. Was Scheiße, ich hab dich gar nicht gesehen. Geht den meisten so, murmelte das Schicksal. Das ist der frustrierende Teil an dem Job. Gummibärchen? Es hielt Marcel eine Tüte hin. Da sind ja nur noch gelbe und orangene drin, voll eklig. Das Schicksal kaute noch. Klar, die leckeren habe ich längst gegessen. Bin noch nicht blöd. Sie gingen nebeneinander die Straße entlang. Ein Eichhörnchen zickte sie meckernd aus einer Baumkrone an. Eine zärtliche Sommerbrise strich über die Dächer der Stadt. In der Ferne blökte das Horn eines Containerschiffes. Und plötzlich war Marcel nach etwas Smalltalk zumute. Was macht man als Schicksal eigentlich so den ganzen Tag? Spielen! Das klingt gut. Geht das auch etwas präziser? Das Schicksal warf die gelben und orangenen Gummibärchen samt Tüte mit angewidertem Gesichtsausdruck in einen Mülleimer. Bäh, sagte es. Dann blickte es zu einem geschlossenen Fenster in einer Häuserfassade hinauf. Da oben im zweiten Stock wohnt der Jan-Uwe Wohlers, Student der Geisteswissenschaften im dritten Semester, holte es aus. Jan-Uwe leidet an schlimmer Pollenallergie und bleibt heute deshalb ungeachtet des schönen Wetters lieber zu Hause. Wenn ich es jetzt aber regnen lassen würde... Du kannst es regnen lassen? Rief Marcel voller Bewunderung. Nee, Konjunktiv. Wenn ich es regnen lassen würde, dann könnte Jan-Uwe rauskommen und ihm könnte etwas passieren, was ihm da drin nicht passieren würde. Das ist ziemlich viel Konjunktiv, schmollte Marcel. Aber was könnte ihm hier draußen denn zum Beispiel passieren? Das Schicksal holte tief Luft und pustete Staub vom Boden hoch, sodass Marcel reflexartig den Kopf nach links drehte. Dort ließ er ihn auch ein paar Sekunden und rang nach Atem. Das schöne Mädchen überquerte gerade die Straße. Sie trug ein hellgeblümtes Sommerkleid und zwei Papiereinkaufstüten. Ihre kurzen roten Haare funkelten wild, und ihre Sommersprossen waren verheißungsvolle Doppelpunkte, die sagten, Achtung, hier beginnt eine Geschichte.
Anmutig ging sie an Marcel und seinem offenen Mund vorbei, als das Schicksal mit dem Finger unmerklich eine der Tüten antippte, die sofort aufplatzte und ihren Inhalt über den Gehweg verstreute. Scheiße, sagte das schöne Mädchen und bückte sich nach rollenden Limetten, als das Schicksal ihr erneut kaum spürbar mit dem Fuß gegen die Wade tippte. Sie stolperte über einen Salatkopf und landete bäuchlings auf einer Milchtüte, die unter ihrem Brustkorb zerplatzte. Um Himmels Willen, was machst du denn da? Rief Marcel entrüstet. Das Schicksal sah ihm mit den Strahlen eines Kindes an, das vollkommen sicher ist, gerade etwas ganz und gar Hervorragendes vollbracht zu haben. Spielen! Gluckste es überglücklich. Du bist echt voll das Arschloch, ereiferte Marcel sich. Apropos Arschloch, warf das schöne Mädchen vom Boden ein. Hast du vielleicht irgendwie Lust, mir hochzuhelfen, ein paar unbeschädigte Einkäufe einzusammeln oder dich wenigstens zu erkundigen, ob ich okay bin, oder starrst du weiter vor dich hin und redest mit der Ampel? Sie kann dich gar nicht sehen, fragte Marcel. Nee, das Schicksal sieht für jeden anders aus. Das schöne Mädchen setzte sich auf und versuchte, sich die Milch vom Blumenkleid zu wischen. Dann sah sie mit wütender Furche zwischen Tränen gefüllten Augen zu Marcel auf. Ey, ich könnte hier wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Marcel glotzte blöde. Na, jetzt mach schon, nickte das Schicksal eifrig. Wir haben es mit einem sehr knapp bemessenen Zeitfenster zu tun. Wie knapp? Fragte Marcel. Das Schicksal schlug die Hände vors Gesicht und schüttelte den Kopf. Alter! So knapp, dass ich geneigt bin, jede einzelne Frage, die du mir jetzt noch stellst, als eine abgrundtief blöde zu bezeichnen. Mach hin! Marcel ging vor dem schönen Mädchen in die Hocke. Entschuldige, flüsterte er mit erstickter Stimme. Schon okay, murmelte sie und zog die Nase hoch. Marcel räusperte sich. Hast du Lust, einen Kaffee mit mir zu trinken? Die Gesichtszüge des schönen Mädchens entgleisten wie eine Bergbahn im Sturm. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast ja sowas von einem an der Murmel, Mann. Wutschnaubend stand sie auf, sammelte hastig ein paar Lebensmittel in ihre unversehrte Tüte und verschwand stampfend um die nächste Ecke. Marcel ließ den Kopf sinken. Na, das war ja mal ganz tolles Schicksal. Warum hat denn das jetzt nicht geklappt, ey? Das Schicksal rollte die Augen. Oh, warte, lass mich kurz nachdenken. Vielleicht, weil du bei der Sache mit dem Kaffeetrinken irgendwie die Einleitung und den Mittelteil ausgelassen hast? Ich meine, Alter, du hast dich angestellt, als wolltest du einen Ikea-Schrank ohne Schrauben zusammenkloppen. Meine Schuld war das jedenfalls nicht. Außerdem wäre das schöne Mädchen sowieso eher was für Jan-Uwe aus dem zweiten Stock gewesen. Aber der konnte ja heute nicht raus, weil es nicht regnet. Kann man nichts machen. Zigarette? Es hielt Marcel eine Schachtel hin. Danke. Ey, da sind ja gar keine mehr drin. Das Schicksal grinste und zuckte vergnügt die Schultern. Es winkte zum Abschied. Kurz bevor es um die Ecke bog, hinter der schon das schöne Mädchen verschwunden war, klatschte es zweimal in die Hände. Es donnerte laut. Dann begann es zu regnen. Vielen Dank. 10 Applaus von links und rechts. Ich fühle mich so gut. Das ist einfach besser als im Internet lesen. Du solltest vielleicht ins Mikro sprechen, damit man dich auch hört. Ich wollte, dass ihr mich hört, Kids. Ihr. Das war exklusiv für euch. All meine Liebe nur für euch. Man muss dazu sagen, dass wir drei uns tatsächlich das erste Mal seit März wieder live sehen und sehen, ja, fühlen, miteinander schmecken sprechen und riechen. Ob das nun ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wissen wir selber nicht so genau. Aber vorher haben wir uns die ganze Zeit nur online im Livestreaming gesehen. Aber das, immerhin. Das ist merkwürdig, da seid ihr nur so groß. Und ich weiß ja nicht, ob das heute auch passieren wird, aber in unseren Livestreaming-Shows wurde Sönke immer irgendwann eingefroren. Aus irgendeinem Grund. Die Technik hat immer so einen leichten Freeze draufgelegt. Ja, zweifelsfrei. Es ist schon wieder passiert. Turner, du musst ihn, glaube ich, mal kurz auf den Rücken hauen. Ich kann da auch nichts machen. Neustart? Einfach kurz schräg halten und schütteln oder have you tried turning it off and on again? So, ich habe einen Text mitgebracht, bei dem wird Sönke mir ein bisschen helfen. Das ist ein Dialog und der Text heißt Die Geburt eines unwahrscheinlichen Helden. Ey, du da, mit dem Gesicht. Wer? Ich? Ja,
Komm mal rüber, Digga. Was gibt's denn? Sag mal, warum hast du eine Frisur wie ein Eisbär um die Eier? Warum hast du eine Frisur wie ein Eisbär um die Eier? Das habe ich dich gefragt. Nein, du hast gesagt, dass ich das sagen soll. Das stimmt doch gar nicht, ich habe dich gefragt. Nein, du hast gesagt, sag mal. Und das habe ich als Aufforderung aufgefasst. Sag mal, hältst du mich für blöd oder was? Hältst du mich für blöd oder was? Ey, lass den Scheiß. Aber du hast schon wieder sag mal an den Anfang gestellt. Ich habe also lediglich deine Anweisungen ausgeführt. Boah, Digga, du nervst mich hart an, Alter. Ich finde das hier gerade auch nicht wirklich lustig. Ach nee, wieso das denn nicht? Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wollt mir ein paar auf die Fresse hauen. Und wenn das so wäre? Dann wäre ich damit ziemlich unglücklich. Boah, das kann ich verstehen, Digga, aber ich bin nun mal stärker als du. Und ich hatte einen echten Scheißtag. Ich schwöre, wenn ich dich blutig boxe, geht's mir danach besser. Aber dass du stärker bist als ich, verpflichtet dich doch nicht, auf Schwächere loszugehen. Hast du, man weiß nicht, mal darüber nachgedacht, Schwächere zu beschützen? Alter, ich spiele doch nicht das Kindermädchen für Behinderte wie dich, Digga. Ja, das erwartet ja auch keiner. Ich finde übrigens die Tatsache, dass du behindert als Schimpfwort benutzt, ziemlich, behindert? Mir fällt jetzt gerade auch kein besseres Wort ein. Sorry, bevorstehende Gewalt macht mich immer ein bisschen nervös. Hast du mich behindert genannt? Nein. Ich habe deine Aktion behindert genannt. Ich hätte aber Scheiße sagen sollen. Tut mir leid, dass ich behindert als Schimpfwort benutzt habe. Ich wollte mich nicht auf dein Niveau herabbegeben. Ey, Digga, denkst du, du bist besser als ich, oder was? Ja. Also, um ehrlich zu sein, schon. Ich hab's nicht nötig, Kleinere auf dem Spielplatz zu verhauen, um darüber hinwegzutäuschen, dass ich keine Eier habe. Aua, aua, aua! Ich glaube langsam, du wolltest ein paar auf die Fresse. Bist du Maoist oder was? Masochist heißt das. Nein, ich nicht. Ich hab mich für das größere Ganze geopfert. Die beiden Typen, die gerade auf uns zurennen, die sind Zivilpolizisten und ich weiß, dass du und deine Freunde Bewährung habt. Ich wollte endlich mal wieder mit meinen Kumpels in Ruhe Fußball spielen. Ohne Angst haben zu müssen. Vielen Dank. Ach, das macht immer wieder Spaß, den mit dir zu lesen. Weil immer diese Gemeinheiten. Aber es ist original, als wäre Turner in meiner Jugend dabei gewesen. Ja, ich bin ja Alltagschronist. Victor, du hast uns auch noch einen Text mitgebracht. Ja, apropos Alltagschronist. Es gibt so eine Sache, eine ganz, ganz furchtbare Sache. Ganz furchtbare Sache. Eine bestimmte Art von Nachrichten erreicht mich und ich kann einfach nicht Nein sagen. Ob per Telefon, per SMS, als E-Mail oder auch nur als Nachricht, beziehungsweise bloßes Hinzufügen meiner Person zur dazugehörigen Gruppe bei Facebook, sobald die Wörter Einladung und Umzug in einem Kontext mit mir genannt werden, bin ich verloren. Irgendwo ertönt dieses, oh, ich muss leider aus meiner Bleibe raus, mein WG-Zimmer verlassen, meine Bude wechseln und du hast doch bestimmt Spaß daran, mir zu helfen. Ist ja auch wie Fitnesstraining, nur sinnvoller irgendwie, oder? Quietsch, für Bier und Würstchen ist gesorgt und wir sind ganz viele Leute. Das geht in 0, nichts über die Bühne und hinterher gibt's Würstchen, Bier und Kartoffelsalat. Natürlich vegan, da unter meinen Freunden ja hauptsächlich Künstler und Studenten sind. Freu mich. Ich schaffe es einfach nicht, diese Anfrage abschlägig zu bescheiden. Verdammt. Ich füge mich schief lächelnd in mein Schicksal und schaue schon einmal nach, wie viele Stunden Schlaf mir an dem betreffenden Tag wohl noch bleiben werden. Zwischen dem Ende meiner Nachtschicht und dem Beginn des Ereignisses. 2, 3 oder, wenn es richtig luxuriös wird, sogar 4. Dann heißt es, hochquälen, Kaffee und irgendein Stück Brot reinwürgen und ab dafür zum Ort des Geschehens. Natürlich ein sogenanntes Egal-wo-Viertel von Hamburg. Zur Erläuterung. Ich bin Künstler und arbeite nebenbei auf dem Kiez. Ich kenne also fast ausschließlich nur andere Künstler und oder Leute, die auf dem Kiez arbeiten. Und Studenten, die auch auf dem Kiez arbeiten. Und wenn die umziehen oder zum Studium nach Hamburg kommen, wenn also die kleine Kia Rabea Blumenschein-Nüllschmidt aus Osnabrück fürs Kunststudium nach Hamburg zieht, dann ist es ihr selbstverständlich völlig egal, wo sie wohnen wird. Die kleine Prinzessin ist da ganz frei von allen Beschränkungen der Normalos. Sie ist offenen Geistes. Also, wenn sie nach Hamburg zieht, dann ist es ihr völlig egal, wo sie hinzieht. Also völlig egal, ob Einsbüttel, Pauli, Schanze oder Ottensen. Da gibt's übrigens vor allem Altbauten. Wohnen auch immer ganz oben die Herrschaften. 5. Stock.
ist irgendwie ein universelles Gesetz. Mit knarrenden Holztreppen und 5 Meter hohen Decken. Kein Fahrstuhl. Ziehen aus dem einen Haus aus, ins andere Haus hinein. Von Eimsbüttel nach Altona, wieder in den 5. Stock. Natürlich, da bleiben die dann auch ungefähr für 6 bis 8 Monate, die Herrschaften. Dann wird wieder umgezogen ins nächste Szeneviertel oder Elbenviertel, wie ich das nenne. Ergebnis? Gentrifizierung. Wenn es um Kritik bezüglich steigender Mieten in den egal wo Trendstadtteilen der Hansestadt geht, ist zumeist die Rede vom Zuzug zahlungskräftiger Klientel mit gehobenem Lebensstil. Etwa dem Werber und irgendwas mit Medienmacher-Gesocks. Kinderlose Paare mit doppeltem Einkommen aus hochdotierten Jobs. Diese würden mit ihrem Luxusanspruch an Unterkunft und Umgebung in einer wie in unserer westlichen Hemisphäre ausschließlich marktwirtschaftlich orientierten Welt automatisch die Preise für Mietwohneinheiten in die Höhe treiben. Zudem ließen sich mit ihnen problemlos sämtliche Mietwohnungsobjekte in Eigentumswohnungen umwandeln. Die Juppies, wie man sie früher in den 80ern mal nannte, kauften jeden Scheiß zu jedem Preis, während die alteingesessenen Mieter aus dem Szeneviertel hinausgedrängt würden. Das ist alles richtig. Und doch nur die halbe Wahrheit. Denn jedes Mal, wenn die fröhliche Studentenkarawane mit ihrem permanenten Ein-, Aus- und Umgeziehe durch ein unvermittelt als hip deklariertes Stadtviertel marodiert, wachsen automatisch auch die Mieten an. Weil jeder Aus- und Neueinzug den Vermietern und Hausbesitzern die Gelegenheit bietet, ein klein wenig an der Mietschraube zu drehen. Folge: Der Mietspiegel steigt stetig mit der Flut der zuziehenden Studentenkünstler. Doch kommen wir zurück zum anstehenden Umzug. 12 Uhr mittags war als Zeitpunkt für den Beginn angesetzt. Rund die Hälfte der eingeladenen Helfer ist vor Ort. Die Hälfte davon Mädels, die sich allesamt in der Küche aufhalten und irgendwie mehrere Flaschen Prosecco gefunden haben, die nun gemeinsam unter lautem Lachen und Männer sind Gesprächen vernichtet werden. 2 bis 3 eher unscheinbare, schwitzende Nicht-Künstlertypen, so Nerds, befördern derweil schon in einer stetigen, ameisenhaften Kettenbewegung eine ganze Reihe Kartons nach unten ins Erdgeschoss. Springer und Gastroschlepper, wie ich vermute. Die sind harte Arbeit gewöhnt. Etliche andere männliche Umzugshelfer lungern als Herumsteher in der Wohnung herum und bewundern die umfangreiche Plattensammlung, die noch unverpackt in langen, massiven Regalreihen, die noch nicht auseinandergebaut sind, vor sich hin lagert. Neben den ebenfalls weder auseinandergebauten noch leergeräumten Massiveichenschränken, diese könnten doch nach Ansicht von Kia Rabea Blumenschein Nüllschmidt bestimmt auch so im Ganzen transportiert werden. Das wäre ja auch viel unkomplizierter, oder? Und würde auch Zeit sparen. Unvermeidlich meldet sich einer der Nerd-Klugscheißer mit quäkender Stimme zu Wort. Er bemängelt die alphabetische Sortierung der Platten und würde hier eine Neuorientierung empfehlen. Die Reihenfolge nach Stilrichtungen sowie Lieblingsfarben des jeweiligen Komponisten etwa sei viel zeitgemäßer und macht sich auch sogleich ans Werk. Währenddessen haben sich 7 sorgsam entmuskelte Kopfknotenträger mit Quadratbart und Honecker-Brille um ein Sofa gruppiert. Ächzend gebückt suchen sie Halt in ihren knochenhautdicken Skinny Jeans, um das Möbelstück durch die Wohnungseingangstür zu wuchten. Es passt nicht hindurch, wie man es auch dreht und wendet. Es lässt sich auch nicht weiter auseinanderbauen. Wie es in die Wohnung hineinkam, tja, manches bleibt rätselhaft. Die Hipster geben auf, schieben das Sofa zur Seite und gesellen sich anschließend zu den Prosecco-Mädels in die Küche. Die Kia Rabea verkündet, dass die Wiebke Maria jetzt doch nicht mit dem T4 kommen könne. Der Bus habe einen Getriebeschaden. Man könne die paar Kartons aber doch sicherlich auch mit Taxis in die neue Wohnung transportieren. Die Übernahmen der Taxikosten wären dann ja auch gleich quasi eine Art vorgezogenes Einweihungsgeschenk. Quietsch, quietsch. Apropos Karton. Ein Umzug ist eigentlich keine große Sache. Alles ist in praktischen Kartons in 2 Größen verpackt und wird wunderbar zusammenpassend im Frachtraum des Mercedes Sprinter oder Fiat Ducato gestapelt. Alle Behältnisse sind mit sinnreichen Aufschriften wie Küche, Bad, Keller oder Altpapier versehen und gelangen so ohne große Diskussion in ihre Zielräume. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es folgendermaßen aus. Es gibt natürlich viel zu wenige Kartons. Diese sind zum größten Teil nicht zusammengebaut, geschweige denn befüllt. Sind sie befüllt, dann bis zum Rand, gehen nicht zu und lassen sich nur unter berstenden Geräuschen anheben. Zudem besteht ihr Inhalt nicht aus den Dingen, die draußen draufstehen, und sie müssen am Zielort, sofern sie diesen Heil erreicht haben, erst einmal wieder für eine längere Diskussion geöffnet werden. Und selbstverständlich weiß auch niemand, welches Zimmer das Büro oder das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer ist und welcher Karton nur wohin gehört. Es ist auch niemand vor Ort, der das entscheiden könnte. Denn die einziehende Person ist jetzt gerade auf der Suche nach einem Hausverwalter, der im Besitz der Keller- und Dachbodenschlüssel sein soll.
Oder die einziehende Person steht irgendwo im zweiten Stock, hilft unsinnigerweise und starrköpfig mitten in der Kette beim Schleppen und behauptet aus Überforderung standhaft, überhaupt nicht die Person zu sein, die hier nun einzieht. Kurzer Einschub. Den witzigsten Umzugsvorfall, den ich selbst einmal erlebte, war, dass der mit Planung und Durchführung sowie unvermittelt auftretenden Entscheidungszwängen völlig überforderte Einzuziehende sich schlichtweg verpisste und erst nach mehreren Stunden, als alles fertig eingeräumt war, wiederkehrte. Seine Abwesenheit war übrigens niemandem zwischendurch groß aufgefallen. Wir haben die Wohnung zudem gänzlich ungestört, ganz originell mit den vorhandenen Sachen in überraschend ungewohnter Manier einrichten können. Noch lange danach gab es für ihn viel umzusortieren. Mittlerweile sind die weiteren Umzugshelfer eingetroffen. Der Raum in der Küche wird langsam knapp. Apropos Küche, hier stehen zwei Waschmaschinen herum, eine ist kaputt. Sie muss aber unbedingt mit in die neue Wohnung und ist noch befüllt mit nasser Wäsche. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie auf sicher beim Tragen auslaufen wird, dem am unteren Ende in dem Treppenhaus in den Nacken. So, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr, hier weiter zu plaudern, sonst werden wir ja nie fertig. Außerdem habe ich Hunger und Durst. Und irgendwo müssen hier doch die verdammten Würstchen und das Bier versteckt sein. Ich hasse Umzüge. Das nächste Mal sage ich nein. Nein, nein, nein. Aber ja. Dankeschön. Ich hab's in einigen Jahren mal auf 11 Umzüge pro Jahr geschafft. Nicht schlecht. Und die waren immer so. Moment, 11 Umzüge, bei denen du geholfen hast oder die du selbst machen musstest? Nein, ich selber wohne seit 16 Jahren im selben Haus und weigere mich da auszuziehen. Aus gutem Grund. Mit, ja, genau. Ich bin ein Technik-Messi. Die würden Problem, mich alle verfluchen. Das Problem ist, es wissen einfach zu viele Leute, dass du Krafttraining betreibst und deswegen wirst du halt auch direkt gefragt, wenn sowas ansteht. So, Viktor, halt mal kurz. Was, den Smart? Ja, ja. Bin ja gar nicht mehr so. Werbepause, Kids? Ja, Werbeblock. Wir sind halb durch schon. Es ist viel zu kurz eigentlich. Dann nehmen wir unsere Werberstimme zur Hand. Mach mal eine richtige Werberstimme, die Viktor, mach du mal. Ja, du weißt ja, im Radio ist das immer so leicht überkomprimiert und ist auch immer leicht so ein Singsang. Und nun kommen wir zum Werbeblock. Das ist super. Das war schon ganz schön. Jetzt noch eine kleine Melodie einspielen und es wird glaubhaft. Ein Jingle. Ja, Werbeblock. Ihr könnt, wenn ihr von mir noch ein bisschen mehr sehen und hören wollt, könnt ihr am 21.08. in den Monkeys Music Club kommen, im Backyard, Open Air, werde ich einige Texte zum Besten geben. Es wird viel neues Material geben und ein paar liebgewonnene Klassiker. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Siehst du, und ich sitze im Karo-Viertel auf der Straße und trinke tagsüber, wie die meisten Künstler in Corona-Zeiten. Und ihr könnt gerne vorbeikommen und ich lese euch die Rückseite von Flaschenetiketten vor. Das mache ich wirklich für mein Leben gern. Ja, mich findet man überraschenderweise auch im Monkeys Music Club. Und zwar am 31.07. bin ich da auch Open Air zu sehen. Und zwar mit meinem Solo Expeditionen in den Großstadtdschungel. Das hat weniger mit Türstehen zu tun, aber dieses Thema beharke ich am 13. August im Hamburger Sprechwerk auf der Theaterbühne. Da bin ich mit meinem Solo draußen an der Clubtür. Ein Türmann plaudert aus dem Nähkästchen vor Ort. Ja. Wundervoll. Großartig. Und der Werbeblock ist vorbei. Das heißt, du das bist heißt, dran. Ich bin dran. Am dransten. Am dransten, am allerdransten. Ja, es ist schön, in der Markthalle zu sein. Vor nicht allzu langer Zeit, Anfang des Jahres, als man noch auf Konzerte gehen durfte, standen Turner und ich da drüben und feierten Turbostart ab. Oh, das war cool. Ein fabelhaftes Wunderschön. Konzert. Wunderschön. Turbostart, wenn ihr das hier seht, war geil. War richtig geil mit euch. Deswegen habe ich mir einen Text aus der wunderbaren Welt der Musik mitgebracht. Nur für euch. Es ist ein kleines Lehrstück für alle Menschen, die in diesen schlimmen Zeiten Musiker werden möchten. Es ist nicht so schwer. Der Text heißt: Ein Mann will nach unten. Bassisten sind vollkommen zu Unrecht als Musiker unterer Stufe verschrien. Es gibt ungleich mehr Bassisten als Schlagzeuger-Witze. Nicht einmal die Keyboarder fahren so viel Häme ein wie die tapferen Gesellen an den Vierseitern. Beispiel. Treffen sich zwei Gitarristen auf der Straße, der eine trägt einen Basskoffer, meint der andere: Ey, was ist denn mit dir los? Hattest du einen Schlaganfall? Er ist auslachen lassen. So schwer es auch ist, ein guter Bassist zu werden, es ist verdammt einfach, überhaupt
Bassist zu werden. Nachfolgend ein kurzer Leitfaden für alle, die eine Karriere im tieftönenden Rhythmusgruppengewerbe anstreben. Frei nach dem Motto: Ein Mann will nach unten. Erstens, lerne Musiker kennen. Das ist nicht weiter schwer. Warte in einer Kneipe oder an der Supermarktkasse auf jemanden, der in seinem Portemonnaie kleine dreieckige Plastikdinger mit sich herumträgt. Das ist ein Musiker. Freunde dich mit ihm an. Zweitens, sich mit einem Musiker anzufreunden ist einfach. Lade ihn zum Bier ein. Drittens, bei Bierkonsum wird sich seine Zunge lockern und er wird berichten, dass seine Band noch keinen Bassisten hat, ihren Bassisten gerade verloren hat, ihren Bassisten nicht leiden kann, ihren Bassisten feuern will. Weil der immer so viel säuft, nämlich. Viertens, beantworte die nun folgende Frage, ob du Bass spielst, mit ja. Unabhängig davon, ob du jemals einen Bass in der Hand hattest oder auch nur weißt, wie ein Bass aussieht. Fünftens, besiegele deinen Einstieg in die Band mit Handschlag über dem 9. Bier. Sechstens, kaufe dir einen Bass. Siebtens, hau ein paar Mal mit einem Schlüsselbund gegen die Lackierung deines neuen Basses, damit er vintage aussieht. Achtens, lerne den Bass zu spielen. Das ist ein Quatsch. Nur Spaß. Wenn du wirklich spielen kannst, wirst du in deiner Rolle unglaubwürdig. Neuntens, lerne das Wort Synkope und beeindrucke deine Band durch inflationären Gebrauch desselben. Was es bedeutet, ist scheißegal. Deine Bandkollegen wissen es auch nicht. Zehntens, das Verhalten bei der ersten Probe. Spiele abwechselnd rhythmisch die E- und A-Seite. Das sind die beiden Dicken ganz oben. Die Frequenzen sind so tief und alle anderen ohnehin so sehr in ihr viel zu lautes Melodiegewichse vertieft, dass keiner merken wird, wie falsch du spielst. Sollte es doch jemandem auffallen, in der Regel dem Keyboarder, unterbricht die Probe und schnauze den arroganten Arsch nach allen Regeln der Kunst an. Er soll erstmal sein eigenes Instrument lernen, sich aus Dingen raushalten, von denen er keine Ahnung hat, und für einen synkopischen Notenverlauf sei er wohl offenbar zu beschränkt. Elftens, wenn du deinen Einsatz verpasst, schimpfe laut über den scheiß Humbucker, der seit der letzten Tour diesen Wackelkontakt hat. Was genau ein Humbucker ist, spielt auch hier wieder keine Rolle. Solange dich niemand fragt, in der Regel der Gitarrist, ob es sich bei den Tonabnehmern deines Instrumentes nicht eher um Single Coils handle. Sollte dieser unwahrscheinliche Fall eintreten, ziehe genervt eine Augenbraue hoch und antworte: Deine Mutter hat einen Single Coil, Digga. Zwölftens. Bläue deiner Freundin ein, eure Beziehung in Gegenwart deiner Band oder bei Auftritten glaubhaft zu leugnen. Sollte sie sich weigern, trenne dich von ihr. Ist sowieso authentischer. Dreizehntens. Der erste Auftritt. Das Wichtigste am ersten Auftritt ist, die komplette Band nach dem Gig rübenrabenvoll im Backstage als degenerierte, unfähige Vollspacken zu beschimpfen. Deine Sachen zu packen und rauszustürmen, nicht ohne vorher das gesamte Bier aus dem Backstage-Kühlschrank geklaut zu haben. Du hast die Band hiermit erfolgreich verlassen. Keine Sorge, alles ist richtig gelaufen. Bassisten machen das so. Vierzehntens, gründe deine eigene Band. Fünfzehntens, eine eigene Band zu gründen ist leicht. Lerne Gitarre spielen. Suche dir einen Bassisten. Anleitung, siehe oben. Vielen Dank. Man muss dazu sagen, dass dieser Mann natürlich Gitarrist ist und mit einem Bassisten zusammenwohnt. Ja, und auch ich habe eine nicht unbedeutende Zeit meines Lebens am Bass verbringen müssen dürfen. Ich weiß nicht, wenn die Jungs zugucken, kriege ich vielleicht Ärger. Da kann man drüber streiten. Ach, ich spiele den schon ganz gerne mal, weil man einfach nicht denken muss dabei.
Das ist ja immer so geil bei Soundchecks mit Bands, ne? Wo dann Gitarristen einfach nur, und dann hören die nicht mehr auf, ne? Weißt du, spielen so ein komplettes Solo. Der Schlagzeuger prügelt auf irgendwas ein, das gar nicht angesagt war, ne? Er sollte eigentlich einen Tom irgendwie und dann haut er auf dem Becken rum, ne? Und der Basser stellt sich hin und macht einmal Böhm und geht von der Bühne. Genau so laufen die Soundchecks bei der Kapelle Herrenweide. Fender ist so Bumm, danke. Und es hat bisher immer gereicht. Hört doch sowieso keiner, was der spielt. Mein nächster Text dreht sich tatsächlich um Lockdown und so und Abstandsregeln und Masken tragen. Aktualität. Und, ja, und der heißt Ferien auf Sagrotan. Ich stehe im Supermarkt. Ein Typ mit Trekking-Sandalen und einem Hawaii-Hemd steht in der Gemüseabteilung. Die Füße stecken in graubraunen Socken und die Farbkombination des Hawaii-Hemdes hätte wohl sogar Magnum die Augen aus dem Schädel gebrannt. Darüber hinaus mit FFP-Maske und Latexhandschuhen ausgestattet, beäugt er die Tomaten. Unvermittelt niest er, dass ich Angst um die Gummibänder der Maske habe. Vor meinem inneren Auge sehe ich die Maske nach vorne in Zeitlupe davonfliegen, während sie einen Schnodderfaden durch die Luft hinter sich herzieht, wie den papierenden Schwanz eines Drachen. Seine Ohren fallen abgetrennt zu Boden, er bricht schreiend zusammen und schlägt sich die Latexhandschuhe auf die blutigen Löcher an den Seiten seines Kopfes. Doch wie immer, wenn die Fantasie mit mir durchgeht, ist die Realität viel, viel schlimmer. Er zieht hinter seiner Maske, die das Geräusch verstärkt und ihm eine irgendwie hohle Charakteristik verleiht, den Schnodder wieder hoch, steckt einen behandschuhten Finger hinter die Maske, bohrt da irgendwie forschend herum, kratzt sich mit der schmodderbeschmierten Hand im schuppigen Haarschopf und beginnt sämtliche anwesenden Tomaten mit derselben Hand einer taktilen Prüfung zu unterziehen. Einkaufen ist ja auch schon ohne Corona eine Zumutung, aber das... Ich meine, liegt das an mir? Bin ich durch den ganzen Mist empfindlicher geworden? Waren die Leute immer schon so eklig und ich habe das immer nur erfolgreich verdrängt? Ich beschließe heute dann doch auf fertige Tomatensoße aus dem Glas zurückzugreifen. Das kann man wenigstens desinfizieren. Ich schiebe meinen Wagen weiter den Gang hinab, in einem erratischen Slalom anderen Einkaufenden ausweichend. Die Abstandsregeln scheinen für alle okay zu sein, jedenfalls wenn sich alle anderen dran halten. Bei den fertigen Tomatensoßen angekommen, steht eine Frau in einem Meter Abstand vor dem Regal und beäugt die Gläser. Hinter ihr ist auch nur ein Meter Platz zum nächsten Regal, also kann ich nicht vorbei. Anderthalb Meter Abstand soll man ja einhalten. Ich beschließe, höflich zu bleiben und zu warten, bis sie fertig ist. Kann ja nicht so lange dauern, denke ich noch, aber weit gefehlt. Offensichtlich hat diese Frau noch nie Tomatensoße gekauft. Die Zeit dehnt sich wie das Gummiband einer Gesichtsmaske. Endlich geht sie zum Regal und nimmt ein Glas heraus. Hoffnung keimt in mir auf, aber wird auch sogleich wieder zerstört. Sie beginnt mit zusammengekniffenen Augen das Etikett zu entziffern, was offensichtlich nicht gelingen will. Sie schreit mit einer hirnerweichenden Stimme in einem Frequenzbereich irgendwo zwischen einer Flex mit Unwucht und einem rostigen Zahnarztbohrer. Hermann, hast du meine Brille? Mein inneres Auge übernimmt wieder die Regie. Ob der zarten Klänge ihrer Stimme beginnen die Gläser zu vibrieren. Die Kamera meines inneren Auges zoomt darauf. Das Vibrieren wird stärker. Die Gläser hüpfen im Regal herum, bis sie schließlich in einer actiongeladenen Sequenz eines nach dem anderen explodieren, während die Kamera zurückfährt, um immer auf der Höhe des Geschehens zu bleiben. Man kennt sowas aus Actionfilmen mit sequenziell explodierenden Fensterfronten, bei denen der Held auf die zurückfahrende Kamera zurennt, während hinter ihm ein Fenster nach dem anderen in einem durchaus ästhetischen, aber tödlichen Glasregen explodiert. Gerade so nah, dass es gefährlich wirkt, aber langsam genug, dass unser Held davonkommt. Tomatensoße und Glassplitter prasseln durch den Gang. In ein paar schnellen Schnitten sieht man in Großaufnahmen soßenbeschmierte Glassplitter Safttüten durchschlagen, die ihren Inhalt wiederum in gigantisch wirkenden Explosionen freigeben, während schreiende Menschen mit roter Flüssigkeit beschmiert panisch hinter die Kühltheken springen, wobei übergroße Auslagen, sinnfrei platzierte Kartonstapel und schließlich die Glasscheiben der Kühlaggregate heruntergerissen und zerstört werden. Mein inneres Auge guckt zu viel Netflix. Denke ich so bei mir. Hermann kommt um die Ecke sandalt. Es ist der hygienisch kompromittierte Gemüsekonnoisseur von der Tomatenauslage und es befinden sich keine Tomaten in seinem Wagen. Er reicht ihr die Brille und sie studiert weiter das Etikett. Ich versuche mich zu beruhigen. Vielleicht Allergiker in der Familie, weiß man ja nicht. Ich beschließe, es gibt Reis, Baby, und drehe um.
Eilig biege ich um die nächste Ecke, um zügig zum Gang mit dem Reis zu gelangen, bevor Hermann und seine weitsichtige Angetraute mir wieder irgendwo im Weg stehen. Um die Ecke herum schaffe ich es gerade noch, den Wagen zum Stehen zu bringen, bevor ich einen 2-jährigen Jungen über den Haufen fahre. Es dringt ein Geruch hinter meine Maske, bei dem ich das Gefühl habe, meine Brillengläser schmilzen. Ach nee, das sind Tränen, die mir in die Augen schießen. Ich blinzle die Tränen weg und erkenne sofort das Problem. Die Hose des Kleinen liegt in einem pittoresken Haufen um seine Fußknöchel und in einer seiner winzigen Hände hält er das Ende einer offenen Windel. Diese Windel hat, wie formuliere ich das am besten, ohne dass euch euer Frühstück von gestern wieder hochkommt, diese Windel hat ihre besten Zeiten hinter sich. Ja, das ist ein guter Euphemismus. Man soll ja auch ein bisschen was für die Fantasie der Zuhörer überlassen, damit das Bild sich besser einbrennt. jetzt hat mich Viktors Gejaule völlig rausgebracht. Viktor muss kurz in den Arm, glaube ich. Der Kleine setzt sich unvermittelt einen olivgrünen Stahlhelm der US-Streitkräfte aus dem Zweiten Weltkrieg auf und mit markiger John Wayne-Stimme brüllt er Fire in the Hole, während er das stinkende Geschoss über dem Kopf kreisen lässt, um Tempo aufzunehmen. Und schließlich loslässt, um es in Richtung Getränkeabteilung fliegen zu lassen. Panische Schreie, zerberstende Glasflaschen sowie das Poltern umgefallener Stapel von Getränkekisten bestätigen einen Volltreffer beim Feind. Lass das, fauche ich mein inneres Auge an. In Wirklichkeit greift sich eine puterrot angelaufene Mutter Kind und Windel und versucht unter gestammelten Entschuldigungen das Debakel außer Sicht anderer Kunden zu beseitigen. Ich weiche den Hinterlassenschaften des Kleinen weiträumig aus und eile Richtung Kasse. Ich greife mir im Vorbeigehen ein Paket Reis, eine Flasche Schnaps und ein Sixpack Bier aus dem Regal, stürme durch den Kassenbereich, werfe einen 50er über die Plexiglasscheibe, brülle stimmt so und renne aus dem Laden. Draußen lehne ich mich mit Abstand zum Eingang an die Wand und zünde mir eine Zigarette an. Mein inneres Auge wechselt die Kameraperspektive. Man sieht mich, cool an der Wand lehnend, einen Fuß dagegen gestützt mit einer Zigarette im Mundwinkel, im Hintergrund den Eingang des Supermarktes. Plötzlich fliegen Glassplitter und Türrahmenteile auf die Straße, dicht gefolgt von einem gigantischen Feuerball. Autos kommen mit quietschenden Reifen zum Stehen. Aus dem rußumkränzten Loch, das früher mal der Eingang war, taumelt durch den Rauch eine Gestalt in Trekking-Sandalen und zerfetztem Hawaii-Hemd. In jeder Hand, in die sich das Latex der Handschuhe eingebrannt hat, hält sie eine Tüte Tomaten und bricht schließlich röchelnd auf der Treppe zusammen. Ich stehe in diesem Bild ungerührt an der Wand, beachte das Geschehen nicht weiter, lege den Kopf genießerisch zurück und lasse den Rauch meiner Zigarette in den Abendhimmel aufsteigen, wo er sich mit den Wölkchen vor dem blauen Himmel verbindet. Geht doch, sage ich zu meinem inneren Auge und gebe ihm ein innerliches High Five, während ich nach Hause haste, um in Sagrotan zu baden. Dankeschön. Alter, wenn man in deinem Kopf Urlaub macht, braucht man eine Kevlar-Weste, ne? Unbedingt. Und einen Schutzhelm. Ja, ich sag ja, mein inneres Auge guckt zu viel Netflix. Das ist und die falschen Serien. Immer dieses gewalttätige Zeug. Ja, naja, nu, was soll man sonst machen? Mehr Dokus. Über den Zweiten Weltkrieg. Richtig. Na und die, wo Elefantenbabys sterben, sind auch immer super. Oh. Ey, diese Dokus sind ja das Problem. Ich meine, wenn man nämlich Naturdokus guckt, ich meine, was passiert da? Dann wird man da so in die Falle gelockt. Das heißt also, und hier sehen wir den Nachwuchs der Erdmännchen, wie sie pittoresk im Bau und drumherum sich verlustieren. Und hier kommt der Adler. Und 5 Minuten später Massaker. Sodom und Gomorra. Ja. Und du stehst da als Kind vorm Fernseher und für dich bricht eine Welt zusammen. Und seit ungefähr 15 Jahren endet ja auch jede dieser Dokumentationen damit, dass das natürliche Habitat der Erdmännchen durch Umweltverschmutzung leider vernichtet wird. Es ist deprimierend. Ist nicht cool. Apropos deprimieren. Sönke, kannst du mal ein Telefonklingeln machen? Ein digitales oder analoges? Ist egal, mach ein analoges. Bring. Welcher verdammte Blödkopf ruft um diese Uhrzeit an? Viktor, bist du's? Es kommt drauf an, wer fragt. Ich bin's, Niklas. Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? 2.35 Uhr. Ach, und da hast du dir gedacht, ruf ich doch mal den Viktor an. Der freut sich ganz bestimmt, um diese Zeit von mir zu hören, oder was? Nein, ich habe ein Problem. Na was denn? Komm, erzähl es dem Onkel Viktor, der hat gerade nichts Besseres zu tun. Was ich schon immer mal sagen wollte... Ich verstehe nicht, was willst du?
Ich wollte dir etwas sagen, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ah, das habe ich schon verstanden. Aber du willst mir jetzt um diese Schlafenszeit was sagen, was du mir immer schon mal sagen wolltest? Was du mir also schon immer mal hättest sagen können, also auch morgen Mittag am Tag sagen könntest, oder was? Ich muss dir jetzt sagen, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Das musst du mir jetzt sagen? Ja, ich muss es dir jetzt sagen. Na gut, dann sag schon. Ich wollte dir immer schon mal sagen, das war nicht schlimm, das mit Anna. Welche Anna? Das war nicht schlimm damals in der 6. Klasse, damals auf der Klassenreise nach Trier. Das war nicht so schlimm, das wollte ich dir immer schon mal sagen. Klassenreise, 6. Klasse, Anna? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ich wollte dir nur sagen, es war nicht so schlimm, dass du mir damals in der 6. Klasse meine Freundin Anna ausgespannt hast, auf der Klassenreise nach Trier. Ach du Elend, daran kann ich mich kaum noch erinnern. Ich habe dir deine Freundin ausgespannt? Ja, auf der Klassenreise nach Trier. Jetzt hör doch mal mit diesem scheiß Klassenreise auf. Jedenfalls war das nicht so schlimm. Wir wollten uns sowieso trennen. Das war also gar nicht so wirklich ein Ausspannen. Das wollte ich dir immer schon mal sagen. Mehr so eine Art vorzeitige Übernahme. Jetzt musste ich das eben mal machen. Also dir das sagen. Geht nicht anders. Es muss jetzt sein. Ja, aber wieso denn mitten in der Nacht mit so einer ollen Geschichte? Und außerdem muss ich dir noch was sagen. Ich glaube, ich kann es nicht machen. Sag mal, du klingst so komisch. Sprichst du von deinem Handy? Nein, nein, mein Handy habe ich doch neulich auf dem Kiez verloren. Das weißt du doch. Ja, ja, richtig. Aber von wo telefonierst du denn nun? Es ist schwer zu erklären, aber jetzt auch nicht so wichtig. Ich kann es nicht machen. Hör mal, Niklas, wovon redest du jetzt schon wieder? Ist da noch sowas, was du mir immer schon mal sagen wolltest, so mitten in der Nacht? Nein, ich habe gesagt, was ich dir schon immer mal sagen wollte, aber da ist noch was. Deinen Anzug, den wirst du dir selbst abholen müssen. Meinen Anzug? Na hör mal, da bitte ich dich einmal um einen Gefallen. Ja, ich kann auch nicht zur Hochzeit kommen. Wie, was? Du musst kommen, du bist der Trauzeuge. Es hat Monate gedauert, Leni davon zu überzeugen, dass du der Richtige bist. Es geht einfach nicht. Es tut mir leid, Viktor. Ach, und warum geht es nicht? Also das ist jetzt wirklich schwer zu erklären. Sag's einfach. Nun ja, ich bin gerade über den Heidenkampfsweg gefahren, als mich plötzlich ein Getränkelaster in die Seite gerammt hat. Meine Klapperkiste hat sich voll überschlagen und dann zu brennen angefangen. Ach du Scheiße, ich hoffe, es geht dir gut. Den Umständen entsprechend. Jedenfalls hat mich die Feuerwehr aus dem Wrack geholt und dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Du bist also im Krankenhaus? Ja, nein, nicht wirklich. Die haben mich sofort operiert, aber leider bin ich vor genau, 3 Minuten und 42 Sekunden auf dem OP-Tisch verstorben. Du bist was? Gestorben, Gehirntod, nichts mehr zu machen. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Nein, ich wollte dir nur sagen, was ich dir schon immer mal sagen wollte und dass ich leider nicht zu deiner Hochzeit kommen kann. Sag Leni, dass es mir leid tut, ehrlich, aber ihr werdet euch einen anderen Trauzeugen suchen müssen. Am besten fragst du Robert oder Achim oder Kiel oder... Warte mal, wie ist es bitteschön möglich, dass du mich anrufst, wenn... Na, ich wollte doch unbedingt noch sagen, was ich dir schon immer mal sagen... Das ist nicht bloß ein Trick, oder? Um die Verantwortung zu drücken, so wie früher, wa? Auf keinen Fall, Viktor, weißt du, wenn das Gehirn erstmal abschaltet, ne, dann können die echt nichts mehr machen, dann bist du am Arsch. Da hast du wohl recht, aber... Und ich musste doch Bescheid sagen, wegen der Hochzeitsplanung und allem. Tut mir leid, aber ich kann einfach nicht kommen, alter Freund. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, nix, ne? Ich muss jetzt sowieso Schluss machen. Hatte leider nur diesen einen Anruf. Grüß bitte alle von mir und sag ihnen Bescheid, dass es mir echt leid tut und so, ne? Ja, mach ich. Klar doch. Es war wirklich nicht so schlimm, das mit Anna. Ach, guck, hier ist gleich Abfahrt. Na, dann sehen wir uns ja bald. Tschüss, Viktor. Niklas, ja, ich hab's nicht so eilig. Nichts für ungut, ne? Ja, wenn du meinst... Ach, Viktor, hast du noch dieses Auto, das ich dir so günstig verkauft habe? Hä? Auto? Ja, das habe ich noch, ja. Ja, irgendwie habe ich da ziemlich hart mit dir verhandelt, was? Wieso fragst du? Ja, vergiss es. Ich muss jetzt los. Tschüss, alter Freund. Mach's gut und bis bald. Ja, tschüss, Niklas. Mach's besser. Dankeschön. Schön und so eine wunderschön ungeplante Überleitung zu diesem Text. Ja, nicht wahr? Wir kennen ja unsere Texte gegenseitig nie. Und vor allem wird mir sonst immer vorgeworfen, dass meine Texte so wenig lebensbejahend sind. Ich dachte, ja nicht mehr lange. Ich dachte irgendwie, angesichts der Situation nehme ich heute mal was mit, was nicht so schlimm ist. Wir sind am Ende, ne? Wir sind am Ende angekommen. Mann, ja. Ey, viel zu kurz, viel zu Zeit kurz. Rennt. Ah, dann dürfen wir uns verabschieden von all diesen wundervollen Menschen da draußen. Vor allem habe ich hier schon lange nicht mehr auf der Bühne gestanden. Ich habe hier mal was moderiert, das ist aber schon Jahre her. Ne? Und es war sehr schön, hier mal wieder auf der Bühne der Markthalle zu sein. Die schönste Location für Live-Musik, meiner Meinung nach. In der Tat. Und das unterschreibe ich sofort. Also. Ich auch. Den Zettel gibst du uns nachher, ne? Gut, dann in welche Kamera müssen wir schauen, um uns zu verabschieden?
Es sind so viele. In die große. In die große. Ah, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns bald im Gun Club zur nächsten Tintenkiller-Lesung in Live und Farbe und überhaupt. Und ansonsten sehen wir uns hier in der Markthalle im Publikum bei diversen Rockkonzerten. Im Pogo-Pit. So sieht's aus. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Bleibt gesund und vor allem bleibt stabil.